Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Vektorcharakter der Geschwindigkeit. Am Ende des Videos wirst du gelernt haben, dass Geschwindigkeit mehr ist als nur ein Zahlenwert mit Einheit und dass das auch für andere physikalische Größen der Fall ist. Um das zu verstehen, werden zuerst die Begriffe Skalar und Vektor erklärt. Außerdem wirst du sehen, welche physikalischen Größen als Vektoren dargestellt werden. Dann wird die Geschwindigkeit als vektorielle Größe eingeführt. Du wirst sehen, was das bedeutet und welche Unterschiede es zu dem gibt, was man umgangssprachlich als Geschwindigkeit bezeichnet. Und damit kann es auch schon losgehen. In der Physik unterscheidet man, ob eine Größe als Skalar oder als Vektor dargestellt wird. Ein Skalar ist eine ungerichtete Größe und wird durch einen Zahlenwert. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.